Mach seine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja, aber kannst du sie bitte da drüben hinlegen? Der Griff ist... Nein. Schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Der Griff ist schmutzig. Oh. 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 Ist das Blut? Oh. Woran arbeitest du? Dem gefällt das gar nicht. Das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Echt jetzt, das war's schon? Der hat es nur gereinigt? Ja, herein. Auferstehungssteine sind jetzt in Läden verfügbar. Okay, wie kann man jetzt gucken? Aha. Ja, das ist alles noch nicht... Das ist noch nicht so, dass ich das jetzt als dolle Verbesserung empfinde. Da müssen wir noch ein bisschen weiterspielen, glaube ich. Hier ist noch eine nicht ganz so schöne Axt. Was jetzt? Warum ist das stehen geblieben? Warum läuft der jetzt nicht weiter? Ist meine Tastatur kaputt? Geht hier mein Rechner zur Neige? Es geht hier alles krachen? Ich kann nicht schnell... Also immer ich schnell renne, bleibt doch stehen. Hä? Das ist aber seltsam. Hier stimmt aber irgendwas nicht. Warte mal, hier ist noch... Ah, hier ist noch mal... Ja. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz wo habe ich denn die hingeschossen jetzt? Besten, gestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte ja. Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte... Mathurin Semgengur Egin Vegumhan. Gengur Ein. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Okay. Pass auf, wo du hingehst. Hier. Aber warum kann ich jetzt immer... Meer, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern. Ach, der redet dann immer. Aber die meisten wollen einen umbringen. Klar. Ah, wenn ich die Waffe ziehe, redet der. Das geht mich zwar nichts an, aber an deiner Stelle würde ich mir dieses Symbol vom Hals waschen. Es soll uns angeblich schützen. War das gelogen? Oh nein, es ist ja tatsächlich ein Schutzsymbol, aber um aus diesem Pigment streichfähige Farbe zu machen, mischt man es mit Keilerurin. Und ist das wirklich besser als der Tod? Naja, ist ja dein Hals. Mit Keilerurin. Ah, okay. Also irgendwie meine Tastatur spinnt heute. Ich weiß nicht, was hier los ist. So, hier sind wir rausgekommen, ne? Hier können wir wieder rein, theoretisch. Was ist denn heute hier los? Warte mal, wenn ich nach rechts, nach links gehe, macht er das? Links und vorne macht er nicht. Weiß ich nicht, was jetzt hier... Heute geht ja was ab wieder hier. Es ist jedes Mal ist irgendwas anderes komisch bei dem Rechner. Jedes Mal. Dann mal los. Beide weggerissen. Da oben ist noch einer. Alter, wo kommt das jetzt her? Also irgendwie hängt heute ein USB oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist aber komisch jetzt. Jetzt kommt's gleich wieder. Boah. Schlange oder was das ist, die können wir geil. Mann, ey, der zielt dann auch nicht. Ey, der lässt das zielen. Was ist denn hier los? Pass auf, Vater!
Na, hier sehe ich mich jetzt schon ein paar Kämpfe verlieren. Was ist das denn? So. Geht mir nicht auf den Sack, Mann! Ey, ich kann nicht zielen, ne? Der zielt nicht oder springt nicht zur Seite. Drücke ich den falschen Knopf immer oder was? Geh doch mal, lauf doch mal, beweg dich. War das in Ordnung? Durch Übung wirst du besser. So. Jetzt muss ich erstmal da hinten, es steht noch einer. Den machen wir erstmal noch weg. Er trifft jedenfalls fast. Den kriegen wir noch. Da muss ich erstmal heilen. Ich komme nicht ran ans Heilen. Was ist denn das? Warum? Warum bleibt der da immer stehen? Meine Tastatur wird doch nicht, mein USB wird doch nicht völlig überlastet sein hier. Wie sieht's denn aus? Hier ist noch was zum Einsammeln. Oder hat das was mit meinem Controller zu tun? Liegt der hier ein bisschen doof drum? Das ist ja das. Ich habe meine Kontrolle ab und zu. Boah, Glück gehabt. Was ist denn der noch? Ich habe nur noch gerade vorhin gesehen. Der stand noch hier oben, oder? Wo ist der? Ja, den kriege ich nicht. Der ist zu weit weg. Jetzt haben wir den. So, nochmal. Jetzt ist er weg. Jetzt haben wir erstmal Ruhe im Karton. Jetzt können wir hier erstmal ganz auf entspannt. Ja, guck mal, wie der heute läuft. Hier ist doch irgendwas, ist doch heute nicht richtig, wie normal. Minerva. Was habt ihr gemacht? Zum zweiten Advent räumen wir die neuen Welten auf. Ihr habt God of War Ragnarök gespielt. Damit bist du natürlich viel weiter als ich. Vielen Dank für das Raten, ja. Damit bist du natürlich viel weiter als ich. Ich bin nämlich noch ganz am Anfang im allerersten Teil und es ist mein allererstes God of War und ich kenne mich noch gar nicht damit aus tatsächlich. Und ja, ich versuche jetzt einfach hier mich ein bisschen durch zu kämpfen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich habe das ja für Steam gekauft hier. Ich habe das also mir am Computer gegönnt. Aha, hier unten sind Zeichen. Ah, guck mal. Und ich habe heute so ein bisschen technische Probleme mit meiner Tastatur, keine Ahnung. Den ersten habe ich auch mega gefeiert. Also ich finde die Geschichte zwischen Kratos und seinem Sohn, ne, finde ich ja phänomenal. Das gefällt mir ja super gut, tatsächlich. Ich glaube, das ist das falsche Symbol, was ich hier habe. Warte mal, was haben wir noch? Das ist es auch nicht. Ah, ich muss ja zurückholen, die Axt. Shenaira, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Also auch herzlich willkommen an alle, die da mit dabei sind beim Raid. Wie gesagt, hier ist nicht das Professionellste. Dein Ton knirschelt auch ein bisschen dolle. Ist das, mein Mikrofon? Warte mal. Vielleicht habe ich es zu laut aufgedreht, tatsächlich. Zwischen den beiden kommt noch einiges. Och nee, heute hat mein gesamtes USB Probleme. Ja, mein ganzer Rechner, der kämpft sich hier mühselig kämpft der hier sich ab. Aber vielleicht habe ich auch einfach die Verstärkung zu hoch gedreht. Hatte nämlich am Mikrofon heute rumprobiert und es kann sein, dass ich da die Verstärkung so sehr hoch gedreht habe. Es kann aber auch einfach sein, dass mein Rechner heute nicht mehr will.
Also, wie gesagt, ich finde, ich habe jetzt so die Szenen wo mit Kratos und seinem Sohn, ich finde die total klasse, wie sie das gemacht haben. Na, und immer wieder erkenne ich da auch mich und meinen eigenen Sohn drin in dem Ganzen. Tatsächlich. So, habe ich jetzt, hat sich das mit dem... Ja, nee, ich habe, das stimmt. Man sollte vor dem Stream nichts probieren. Ich hatte mein Mikrofon für was anderes versucht einzusetzen. Und zwar wollte ich mal gucken, ob das ASMR-fähig ist und wie das mit dem Rauschen ist, mit dem Rauschen im Hintergrund. Und tatsächlich ist es so, dass ich da wahrscheinlich einfach zu sehr aufgedreht habe. Ich habe jetzt mal die Verstärkung komplett runtergenommen. Ich hoffe, es hat sich dadurch ein bisschen verbessert. Ja, es ist total doof. Also macht man eigentlich überhaupt nicht an einem bestehenden System rumarbeiten. Letztens hat es noch funktioniert. Aber da hatte ich am Anfang auch Probleme, weil ich habe das neu gekauft. Ja, ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen besser. So, wie kriege ich das Gift hier aus? Ich vermute mal... Aha, da ist noch so ein Teil, was ich drehen kann. Dann wollen wir mal da gucken. Mal schauen, ob sich das auch... Weiter immer noch knirschen. Ach, das habe ich letztens ziemlich auch gehabt. Immer wenn ich so laufe, mich bewege, genau, dann schießt die CPU-Auslastung nämlich hoch. Und dann kann es sein, dass dann was nicht geht. Da muss ich auf jeden Fall noch... Das Spiel überfordert es eben sehr, mein Rechner. So, so kriege ich das Gift erstmal nicht aus. Ich muss mal herausfinden, kurz, ganz kurz mal. Also heute... irgendwas stimmt heute nicht. Auch meine Tastatur, ne? Ich will laufen, ich will schnell rennen. Da bleibt der einfach stehen, gucke hier. Mein gesamtes USB hängt einfach immer mal kurz. Vielleicht ist das auch genau das Problem. Mein gesamtes USB hängt immer mal kurz und dann geht einfach auch das Mikrofon mit aus. Das ist doch ein Scheiß, ey. Heute läuft's nicht. So, jetzt haben wir was daran getan. Jetzt weiß ich nicht, ob das dem Prozessor hilft oder der Grafikkarte. Aber wir werden es mal einfach ausprobieren. Viel besser. Oh, der war kalt, dem Atreus. Die Vase kaputt machen. Die Kiste kaputt machen. Ach, da ist... Ah, guck mal, hier ist auch eine Kiste. Und hier... Bei der Kiste muss ich jetzt Symbole suchen. Und da haben wir... Aha, guck mal, hier oben haben wir ein Drehrad. Oh, das versuchen wir es mal. Guck mal, ob es was damit zu tun hat. Wenn ich jetzt... Aha. Der steht auf dem I. Aha, das andere muss jetzt noch mit dem Pfeil nach rechts sein. Das andere muss der Pfeil nach rechts sein. Das hat man hier unten, aber der bleibt immer noch stehen. Ich glaube, ich muss den Rechner neu starten. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was hier heute wieder mal passiert ist. Ja. Ja, keiner. Rechts, das ist das Falsche. Der hier ist der Richtige. Ich habe gerade schon... Ich habe noch eine Idee. Ich kann mal ein paar Geräte ausschalten. Ich kann mal einfach ein paar Sachen rausziehen aus meinem Rechner. So, hier haben wir was rausziehen gerade mal. Hier hinten nochmal gucken. So, jetzt habe ich mal die Kamera hoffentlich nicht ausgeschalten. Jetzt habe ich mal ein paar Geräte rausgezogen. Mal gucken. Aber ich glaube, die Tastatur hängt am Haupt-USB dran. Wenn das hängt, das weiß ich nicht. Aber jetzt, die Tastatur läuft gerade besser. Ach, guck mal, ich kann wieder schräg laufen. Kann ich rennen? Nee, kann ich nicht. So, jetzt brauche ich noch das, was nach links zeigt. Sieht so aus, wie so ein Bluetooth-Symbol aussieht. Das verbessert es nicht, ne? Es wird nicht besser. Irgendwas habe ich heute wirklich. Halt, habe ich irgendein Treiberproblem. Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Wie lange bist du denn schon aktiv auf Twitch, wenn du jetzt schon ganz professionell bis zu Ragnarök gekommen bist? Woran erkenne ich jetzt, wo das steht? Ich sehe es nicht, ne? Müsste ich das da unten sehen? Ich laufe mal nach oben und guck einfach. Oh, alter Schwede. Das macht mich, guck mal hier, das macht mich wahnsinnig.
Seit 2 Jahren, okay. Das ist natürlich aber auch schon eine ganz gut lange Zeit, ne? Ich brauche das Bluetooth-Symbol. Ich muss jetzt kurz gucken. Oder kann ich das... Warte mal. Das macht mich verrückt. Ach, das ist nur für dich gespielt. Okay, ich versuche gerade, meine alte PlayStation 2 wieder zum Laufen zu bringen, um damit die Teile vor dem ersten Teil zu spielen. Haben wir es jetzt? Warte mal, guck mal, ich habe doch ein Geräusch gehört gerade, oder? Oh, lauf mal. Haben wir es? Wir haben es. Okay, die Kiste kann ich aufmachen jedenfalls. So, mal gucken, was wir da jetzt haben. Ist der Bogen nicht ein bisschen zu groß für dich? Hat meine Mutter gemacht. Sie meinte, ich wachse noch rein. Finde nach Hause. Du bist frei. Wir bringen ihre Asche zum höchsten Gipfel. Asche? Es war ihr letzter Wunsch. Wo müssen wir hin? In eine Welt jenseits der euren.